Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich mich dem Themengebiet Reiki und geistiges Heilen aus christlich-mystischer Sicht annähern. Vielleicht bist auch du schon im Internet auf diverse Seiten gestoßen, die versuchen oder die vorgeben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, doch ich kann dir sagen, die wenigsten von ihnen geben dir ein zutreffendes Bild der Sachlage. Denn ich spreche nicht aus einer reinen Theorie heraus zu dir, sondern aus der Warte des unmittelbaren Lebens. Ich spreche zu dir als jemand, der sich mit beiden spirituellen Systemen befasst und befasst hat und der in die Tiefe der geistigen Arbeit schon seit Jahren eingetreten ist. Deshalb habe ich natürlich eine andere Sicht auf die Dinge als viele andere, die Seitenbetreiber, die primär aus irgendeiner frommen religiösen Theorie heraus agieren. So, von meiner Warte aus, ja, haben wir es hier nämlich weniger mit einer theoretischen Angelegenheit, sondern vielmehr mit der Praxis der angewandten Geisteskraft zu tun. Und dies nun mal mein Hauptaufgabengebiet, mein Kerngebiet, das Thema, in dem ich mich wirke und dem ich mich mit Haut und Haaren verschrieben habe. So, wunderbar. Hey, wenn dich das Thema interessiert, dann zieh dir unbedingt dieses Video rein, denn in diesem enthülle ich dir das wunderbare und gleichzeitig erschreckende Geheimnis, das hinter der Anwendung von Reiki und angewandter Geisteskraft aus christlich-mystischer Sicht verborgen auf uns wartet. Dies und mehr in diesem Video. Ich freue mich auf dich. Zieh's rein. Wir sehen uns im Video. Bis gleich. Dir wird bereits aufgefallen sein, dass es im Internet viele scheinbar christliche Seiten gibt, die das Thema Reiki also komplett zu verdammen scheinen. Ja. Und wir sind schon die diversesten Geschichten begegnet. Also vom Reiki-Meister dann auf einmal plötzlich hin zum christlichen Prediger und dann hat er Jesus gefunden und alles ist wunderbar geworden. Wunderbare Geschichte. Mir sind die Leute begegnet, die bei der Reiki-Meisterin waren, die dann von einem Geisterpenis verfolgt worden sind und auch das im Internet ernsthaft vertreten. Also es gibt Videos, die in ganzen Talkshows derartige Vorkommnisse, scheinbare Vorkommnisse dokumentieren. Ich kann dir dazu nur sagen, dass ich das meiste für schon Erlebnisse von Menschen halte, aber Erlebnisse, die auf einer fehlerhaften Beurteilung der tatsächlichen Sachlage beruhen. Ich möchte es in diesem Video besser machen. Ich spreche zu dir als christlicher Mystiker und auch als Reiki-Praktizierender. Ich selbst habe die Einweihung zum ersten Grad im Reiki durchlaufen und ich muss sagen, es war ein wunderbares, fantastisches, einzigartiges und heiliges Erlebnis. Das heißt, ich spreche zu dir nicht als jemand, der nur fromme Sprüche glaubt und der hier lediglich Theorien vertritt, sondern als jemand, der die angewandte Dimension angewandter Geisteskraft tatsächlich erlebt hat und tatsächlich als eigenständige Dimension seines Lebens in seinem Alltag kultiviert. Das habe ich allerdings auch schon mit der christlichen Frömmigkeit, der christlichen Spiritualität und der Einheit mit dem Heiligen Geist im christlichen Kontext gemacht. Und ich kann dir schon an dieser Stelle verraten, da ist zwischen Reiki und der Einheit mit dem Heiligen Geist in dem christlichen Kontext in Wahrheit kein großer Unterschied. So, denn was ist Reiki, fragst du dich? Und Reiki ist ja nichts anderes als, Reiki ist eigentlich ein Kunstwort, das setzt sich zusammen aus den japanischen Begriffen Rei und Ki. Rei ist der Geist und Ki ist die universelle Geisteskraft, die in allen Dingen verborgen am Wirken ist. Das bedeutet, wenn wir schon davon ausgehen, dass es einen Schöpfer gibt, der alle Dinge durch sein Wort, durch seinen Willen, durch seinen Geist ins Dasein ruft, mit seinem Geist belebt hat, wie es ja auch am Anfang der Heiligen Schrift heißt, dass Gott dem Adam diesem ersten archetypischen Urmenschen, das Leben eingehaucht hat, das kommt vom hebräischen Wort Ruach, der Ruach, da steckt schon der Geist auch drinnen, Ruach heißt der Geist, ja, und du merkst schon, das hat zu tun mit etwas, was gehaucht wird, mit einer Einhauchung, einfach mit dem, dass die Lebenskraft von Gott in das Geschöpf übergeht. Das heißt auch, dass alle Dinge, die da sind zunächst, aus dem Wort Gottes ins Dasein gerufen worden sind und dann aber mit seinem Geist verbunden, erst das Leben ausmachen. Ja. Wir haben sie zu tun, wieder mit den Unterschieden zwischen statischer und dynamischer Energie. Die statische Energie ist der äußere grobstoffliche Materie, ist etwa verdichtete Information, verdichtete Energie, ja? Sagt übrigens auch Charles F. Harnell in seinem Master Key-System. Und die dynamische Energie ist eben die geistige, die seelisch-geistige Energie, auch die Energie, die in uns die Gedanken erzeugt, die Energie, die uns tatsächlich zu lebenden Organismen macht. Und das ist ja auch der große Unterschied, wo schon seit der Antike die großen Geister der Menschheit sich die Frage stellen, was ist denn nun das, was eben die belebte Materie von der unbelebten unterscheidet. Und sie kommen dazu darauf, es ist die Anwesenheit der sogenannten Anima, das heißt der Seele. So alles, was wir sehen, was lebt, was sich bewegt, was tatsächlich ein Bewusstsein hat, einen eigenen Geist hat, ist einfach eine Anima, ist einfach eine Seele, ist einfach belebte Materie, die durch den Geist des Schöpfers zum Leben erweckt worden ist.
Die Japaner haben einen eigenen Namen dafür gefunden. Sie sagen, sie bezeichnen genau diesen Begriff sozusagen mit dem Ki. Und das Ki ist die universelle Lebensenergie. Es ist so ein bisschen anders als das, was wir im europäischen Denken, im christlich-hebräischen Denken, im ja, aufgeklärten Denken unserer Zeit einfach sozusagen als die Seele verstehen würden. Für uns ist die Seele schon mehr sozusagen so dieser Ätherleib, der auch getrennt vom Körper existieren und weiterleben kann, der letzten Endes unzerstörbar und unvergänglich ist und einfach in der Dimension der Ewigkeit innewohnt. Das heißt, das, was das menschliche Leben eigentlich ausmacht, ist sozusagen die Seele. Und das Ki ist aber noch einmal diffiziler zu betrachten. Das Ki ist das, was tatsächlich deine Energie deinen Körper durchströmt, ja, was auch dein Blut sozusagen in Wallung versetzt, was deine Gedanken hervorbringt. Also diese Form von geistiger Energie, die einfach deinen ganzen Körper durchdringt, die aber an sich neutral ist, ja, die ist das Ki. Re ist der Geist. Und jetzt siehst du schon, dass diese beiden Worte, diese beiden Begriffe miteinander kombiniert in Wirklichkeit ja nichts anderes bedeuten als Geisteskraft. Das heißt, Reiki ist angewandte Geisteskraft. Und angewandte Geisteskraft ist es, wovon ich immer predige. Wovon ich immer spreche und was die meisten Leute vergessen, die meisten Menschen vergessen, ist, dass uns allen, auch nach der Lehre des Reiki, auch in der japanischen Tradition, auch in den alten, im alten Eingeweihtenwissen einfach, immer schon auch eine aktive Dimension dieser Geisteskraft zukommt. Ob wir nun eingeweiht sind oder nicht. Denn die Dimension des Geistes, die geistige Kraft, die in uns wirkt, ist in beiden Fällen letzten Endes dieselbe, aber sie hat eine unterschiedliche Intensität, weil du dich durch eine Einweihung eigentlich nur in einen Zustand versetzt, in dem diese geistige Kraft besser und effizienter durch dich fließen kann. Einfach weil du lernst sozusagen, weil deine geistigen Kanäle sozusagen durchgeflasht werden. Ja? Weil es ist wie eine, kannst du dir vorstellen, also Einweihung ist ja nichts anderes als wie eine Dusche mit der heiligsten Energie, mit der heiligsten Schöpferkraft, mit dem Heiligen Geist so in der Richtung. Ja? Und hier aber haben wir einen kleinen Unterschied sozusagen auch wieder zum christlichen Denken. Wir dürfen auch nicht vergessen, was aber in den religiösen Kreisen ja auch ständig passiert, dass das Christentum immer schon zwei Basiseinweihungen mitbringt, wenn es richtig und wahrhaftig gelebt wird. Und diese Basiseinweihungen sind nichts anderes als die Taufe und der Empfang des Heiligen Geistes. Wobei im Urchristentum, auch in den Freikirchen, da andere Phänomene darunter verstanden werden, es wird auch anders praktiziert, als dass man in den hochkirchlichen Traditionen darunter versteht. Das müssen wir uns jetzt mal auch auf der Ebene vielleicht mal kurz anschauen. Also ich will jetzt nicht so sehr auf die unterschiedlichen Theologien im christlichen Rahmen eingehen, was die Taufe nun ist, wie sie durchgeführt wird. Es gibt nämlich diese zwei sozusagen Zugänge. Es gibt die kindstaufenden Kirchen, das sind im Regelfall die katholische Kirche, ist auch in weiten Teilen die Orthodoxie, ist auch in weiten Teilen die evangelische Kirche. Und es gibt die glaubenstaufenden Kirchen, die sagen, wir taufen eben in dieser Hinsicht keine Säuglinge, weil die Taufe als äußere Handlung den Glauben voraussetzt. Aber natürlich hat sie eine geistige Dimension. Natürlich ist es nicht so, dass es einfach nur ein Ritus ist, der einfach kalt heruntergebrochen wird, sondern die Taufe an sich, auch die Glaubenstaufe, ist eine unfassbare, heilige, wunderbare Geschichte, in der der Gläubige den alten Menschen symbolisch abstreift, unter Wasser getaucht wird und als neuer Mensch sich aus dem Wasser erhebt. Und warum das Wasser, fragst du? Das hat auch wieder mit der Schöpfungstheologie zu tun. Und da heißt es ja, Veruach Elohim, Merahefet Libnei Hamayim. Und der Geist Gottes schwebte über dem Urwasser oder dem Urozean. Machen wir jetzt auch übersetzt mit schwebte über der Tiefe. Aber es ist gemeint, eine weltumspannende Wassermasse, ein weltumspannendes Wasser. Das ist der Geist Gottes, schwebte über dem Wasser. Und dieses hebräische Wort, das da steht, Merahefet, das meint nicht einfach nur schweben, sondern es meint eigentlich über etwas schweben und immer wieder sanft mit diesem interagieren. Aber es ist schwer zu übersetzen, deshalb sagen wir immer schweben. Aber es ist keine statische, sondern eine dynamische Geschichte. Da ist viel Bewegung drinnen in diesem alten hebräischen Verb. Und hier siehst du eben, dass hier schon das verborgene Eingeweihtenwissen wieder drinnen steht. Wasser ist ja auch in der Naturmagie, ist auch in der Naturphilosophie, ist auch in der Alchemie immer ein Medium. Es ist ein Trägerelement, das eben die geistige Qualität anderer Elemente übernehmen kann. Was auch die geistigen Qualitäten von bereits zusammengesetzten grobstofflichen Dingen in sich übernehmen kann. Wasser hat zudem einen weiteren Effekt, denn die wird bekannt sein, oder vielleicht ist es dir nicht bekannt, dann verrate ich dir es dir jetzt. Allen Dingen inne wohnt eine natürliche Energetik und ein natürlicher Magnetismus. Weil hier das Wort Magnetismus eigentlich ein Hilfskonstrukt ist. Wir meinen nicht den
physikalischen Magnetismus, wo du sozusagen jetzt mit dem Magneten drüber gehst und dann das Eisen sozusagen mit dem Magneten interagiert und beim Magnet das eine Ende, die einen Enden sich anziehen, die anderen sich abstoßen. Das meinen wir nicht. Wir meinen damit, dass alle Dinge, die Qualität besitzen, an Erscheinungen der äußeren Weltwirklichkeit anzuhaften und, wenn es fließendes Wasser ist, diese zum Beispiel mit sich zu nehmen. Das heißt, wenn immer du mit jemandem interagierst, interagierst du ja auch mit dem energetischen Feld dieser Person. Und dieses energetische Feld interagiert mit deinem energetischen Feld und die können sich gegenseitig beeinflussen. Also ein Mensch, der zum Beispiel viel Feuerelement in sich trägt, ne, der wird also seinen Charakter dann auch entsprechend zum Ausdruck bringen und da geht das Feuer von dem aber auf dich über. Und wenn sich zum Beispiel neben dir ein Typ ärgert, ist deine Reaktion im Regelfall, dass du auch damit beginnst, dich zu ärgern. Und das ist der natürliche Magnetismus und die Übertragung des Feuerelements von ihm zu dir ist die energetische Geschichte dahinter. Von deiner Warte aus ist es die magnetische Sache, ja, weil du übernimmst das von ihm. So, und das hat das Wasser natürlich auch in sich. Und Wasser, das unter, kühles Wasser, das um die 6 Grad herum hat nach altem Eingeweihtenwissen, sagt auch der Franz Baudon in seinem Weg zum wahren Adepten, die größte sozusagen energetisch-magnetische Kraftwirkung in sich. Das heißt, das zieht am besten alte Energien sozusagen mit sich und reinigt dich damit von diesen. Das heißt, Wasser, kaltes Wasser, wenn du mit kaltem Wasser duschst, ist eine unglaublich gute Möglichkeit, energetische Blockaden in dir abzubauen. Und du wirst erleben, wenn du einfach mit diesem Bewusstsein auch mal in die Dusche herangehst, ja, dich einfach duscht, kühl abduscht, ja, und einfach jetzt dir denkst auch, wie Negatives dich verlässt, wie Ängste, wie Zweifel, wie Sorgen dich verlässt, ja, und du steigst aus der Dusche heraus, dann hat das einen unglaublich viel qualitativ höheren Effekt für dich, als wenn du einfach nur dich da mit dem warmen Wasser abduscht und auch das genießt. Das ist natürlich auch schön. Kommt dem Organismus natürlich auch zugute, denn Wasser hat immer auch heilende Kraft, gerade weil ja der Geist Gottes über dem Urozean geschwebt ist und damit die heiligen göttlichen Eigenschaften, auch die heilenden Eigenschaften Gottes zum Teil auf das Wasser übergegangen sind. Wunderbar, also Wasser ist immer ein ganz wunderbares und heiliges Element und durch das Untertauchen sozusagen des Gläubigen, das war ja auch in der frühen oder in der genauer gesagt, in der Kirche, in der ausklingenden Spätantike und im Frühmittelalter, war es so, dass du nicht einfach getauft worden bist, damit du halt dabei bist, ja, und gesagt haben, hey Alter, ja, haben wir wieder ein neues Mitglied gewonnen, super, sondern du musstest zuerst eine Art Noviziat durchlaufen, du musstest zuerst ein Initiat werden und du musstest zuerst die Katechese durchlaufen. Die Katechese war sozusagen die Vermittlung der Glaubenswahrheiten. Aber da ging es meines Erachtens auch nicht so sehr um das Auswendiglernen von irgendwelchen Dogmen oder dieser Geschichte, sondern da ging es vielmehr darum, tatsächlich eingeweiht zu werden, das alte Mysterienwissen, das die christliche Kirche in ihrer Sprache, in ihren sprachlichen Modellen übernommen hat und das sie tatsächlich als erlebbare Realität an den Gläubigen weitergeben wollte. Dann wurde er getauft und danach kam er wieder in eine eigenständige Einweihung und hat den Heiligen Geist empfangen. Jetzt auf das spricht Jesus auch im Neuen Testament im Gespräch mit Nikodemus an. Wenn er zum Beispiel sagt, ein Mensch kann nicht in das Himmelreich eingehen, es sei denn, er wird von Neuem geboren. Und der Nikodemus sagt, Alter, Jesus, was ist mit dir los? Ja? Wie soll ein Mensch da geboren werden? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurück. Und Jesus sagt, es geht ihm um die Wiedergeburt aus Wasser und Geist. So nach dem Motto, er ist sehr, sehr frei wiedergegeben. Aber genau darum geht es, die Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Und die ist nicht einfach ein mystisches Sprachspiel. Die ist nicht einfach nur so eine fromme Theorie. Die Wiedergeburt aus Wasser und Geist ist ein Erlebnis, das ein Mensch tatsächlich durchlaufen kann, das ein Mensch tatsächlich erleben kann. Und diese beiden Elemente, die Taufe und der Empfang des Heiligen Geistes, sind eigentlich notwendige Voraussetzungen dafür, um überhaupt als Christ sozusagen auf der geistigen Ebene wirken zu können, um überhaupt tatsächlich zu erleben, was Christsein eigentlich bedeutet. Und hier hat sozusagen die katholische Kirche oder die kindstaufenden Kirchen das im Mittelalter dann ein bisschen abgewandelt, denn viele Menschen hatten dann Angst um ihre neugeborenen Kinder, die Kindersterblichkeit war auch sehr, sehr hoch. Und was sich die Frage stellt, ja, was ist denn mit den ungeborenen, mit den ungetauften Kindern? Da hat man gesagt, ja, entwickeln wir die Kindstaufe, damit die Kinder auf jeden Fall sicher sind. Das ist sozusagen diese Grundidee gewesen. Aber ich kann dir sagen, die Kinder sind sowieso sicher. Ja? Also die Kinder sind sowieso sicher, das sind unglaublich wunderbare, heilige Geschöpfe, heilige Lebewesen. Und die geistige Dimension kennt überhaupt keinen Zwang. Es gibt auf der Welt der geistigen Wirklichkeit einen großen Frieden und eine große Liebe. Nur müssen wir Menschen das mal erleben. Nur müssen wir mal mit unserem begrenzten Verständnis das verstehen und das einigermaßen erkennen können. Ja. Am besten erleben.
wie diese geistigen Realitäten tatsächlich sind, und dann kommen die Menschen gar nicht auf solche abwegigen Überlegungen. Dann kommen sie nicht auf solche abwegigen Vorstellungen, die wieder mehr von Angst und der Beschwichtigung der Angst geprägt sind. Aber die Qualität, die dahinter steht, ist immer Angst. Und Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Genau wie es im 1. Johannesbrief auch geschrieben steht. Gott ist dieses die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Liebe ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und was die meisten Menschen aber nicht verstehen, ist, dass es hier nicht um eine theoretische Geschichte geht. Es geht nicht darum zu sagen, ja, das ist halt irgendwie so eine schöne Theologie und wir sind so voll nicht gechillt, wenn wir sie vertreten, sondern es geht um das tatsächliche geistige Erleben. Es geht, wenn du den Heiligen Geist empfängst, tatsächlich darum, dass eine geistige Kraft in dich kommt, dass du die spüren kannst, dass du die fühlen kannst, dass sie deinen ganzen Leib durchdringt und du einfach diese heilige Energie eigentlich auskosten möchtest, Tag für Tag, jeden Tag deines Lebens. Und wenn du dich in Gebet und Kontemplation versenkst, dann lädst du dich einfach neu auf mit dieser Energie, dann genießt du die Präsenz dieser heiligen Macht. Ähnliches macht auch das Reiki. Denn das Reiki verbindet dich und deinen Körper mit der Quelle der schöpferischen Energie. Es verbindet dich mit der Quelle dieser Geisteskraft. Und die wirkt dann fortwährend durch dich. Die strömt dann durch dich hindurch und bewirkt einfach Segen für alle deine Mitmenschen. Sie bewirkt Segen für den, den du Segen bewirken möchtest. Sie bewirkt Segen in dir und jedem, dem du dir das zukommen lässt, in dem, der dir das erlaubt hat natürlich. Also Reiki darf niemals übertragen werden gegen den Willen einer Person. Das wäre auch unmöglich. Wenn ein Mensch, der sozusagen was nicht empfangen will, der blockt es einfach ab. Der baut sich dynamisch seinen energetischen Schild auf. Überhaupt kein Problem. Und das Reiki ist eine heilige Energie. Das heißt, sie ist nicht invasiv. Sie geht nicht her und zwingt dich zu irgendwas. Sondern sie fließt durch dich, sie strömt durch dich und schenkt dir eine ungeahnte Freiheit, ein ungeahntes Glück, eine ungeahnte Kraft einfach, die durch dich am Wirken ist, die durch dich strömen kann, die du durch dich fließen lassen kannst. Und hier auch entzieht sich das Reiki sozusagen der Kontrolle des Praktizierenden. Denn das Reiki wirkt immer aus sich selbst heraus und es wirkt immer gut. Es wirkt immer schöpferisch. Es kommt direkt aus dem produktiven Prinzip und geht in dieses zurück und tut, leistet auf diesem Wege, sozusagen diesem Kreislauf, den es durchläuft, einfach unvorstellbar gute und wunderbare und herrliche Dinge. Es stärkt deine Gesundheit. Es regt einen energetischen Fluss in dir an. Es nimmt negative Energien mit sich. Es nimmt Ängste, Zweifel, Sorgen mit sich. Und es schenkt dir Ruhe, es schenkt dir Frieden, es schenkt dir Liebe, es schenkt dir Energie. Es tut dir einfach gut. Es tut dir einfach unglaublich gut. Und genau das tut auch der Heilige Geist in dir. Und der Heilige Geist in dir, wenn du ihn empfangen hast, ist auch ein ähnliches Gefühl. Aber, habe ich festgestellt, er wirkt, oder von der Empfindung her, ist es einfach ein anderes Zentrum, sozusagen in dem diese Energien wirken. Und wenn das Reiki tatsächlich von oben durch dich hindurchfließt und auf dem Weg deinen ganzen Körper passiert und einfach überall gute Dinge bewirkt, ist es so, wenn du dich jetzt verbindest mit dem Heiligen Geist, wirkt er direkt in deinem Herzen, der Herzgegend, deinem Herzchakra. So habe ich es zumindest erlebt. Und er kann natürlich von dort auch deinen ganzen Körper sozusagen erleuchten. Aber er ist sehr, sehr stark, eine aktive Kraft, die tatsächlich da ist, die tatsächlich in dir wirkt. Und du kannst auch den Heiligen Geist natürlich weitergeben. Jeder, der den Heiligen Geist tatsächlich empfangen möchte, den du die Hände auflegst, für den du bittest, dass der Heilige Geist in ihn kommt, in den wird der Heilige Geist kommen. Ob er das zunächst fühlt oder nicht, aber der Heilige Geist ist immer da und der Heilige Geist ist am Wirken. Und dieses Erlebnis, die Taufe mit Heiligem Geist, wenn du sie erlebt hast, ist einer der wunderbarsten und heiligsten Erlebnisse, die ein Mensch haben kann. Nun ist es mit der Reiki-Einweihung auch etwas Ähnliches. Ich habe mir eigentlich ein Skriptum für diesen Vortrag sozusagen vorbereitet, aber jetzt habe ich schon so viel freigeredet, dass eigentlich viel von dem, was ich da vorbereitet habe, gar nicht mehr gesagt werden muss, weil es gar nicht so relevant ist, nämlich für das, worum es in diesem Video eigentlich geht. Und das ist auch eine sehr coole Geschichte. Jetzt stellst du dir aber die Frage, ja, wenn da irgendeine Energie in mich kommt, wer weiß, wo diese Energie herkommt? Und das ist natürlich eine gute und wunderbare Geschichte. Und die Qualität eines Geistes zu beurteilen, um die Qualität einer Energie, die durch dich wirkt, zu beurteilen, stell dir doch einfach die Frage, was diese Energie denn in dir bewirkt. Und da erkennst du automatisch, von welchem Prinzip sie stammt. Denn die produktive Energie, das produktive, schöpferische Prinzip, die Dimension des Göttlichen in dir, wird immer Produktives, Schöpferisches und Gutes hervorbringen.
Sie wird Krankheiten heilen. Sie wird dir mehr Gelassenheit schenken. Sie wird dir mehr Freude schenken. Sie wird dafür sorgen, dass es dir gut geht. Sie kann sogar heilsame Effekte auf deinen Körper ausüben. Nicht im Sinne einer hochkomplexen schulmedizinischen Therapie oder irgendwas in die Richtung, sondern sie kann deine Selbstheilungskräfte aktivieren. Sie kann die Qualität deines Erlebens der Wirklichkeit verändern. Sie kann tatsächlich deine Gesundheit unterstützen. Das alles kann diese heilige Energie machen und noch viel, viel mehr. Von dem man in dieser Form gar nicht so stark sozusagen jetzt reden soll, weil sonst komme ich hier wieder ins Schwärmen hinein. Ne? So. Jesus sagt dazu auch einmal, ein guter Baum kann keine schlechte Frucht bringen und ein schlechter Baum keine gute. Was ist also ein schlechter Baum? Ein schlechter Baum ist ein Baum, der einfach das Gegenteil von dem, was ich gerade aufgezählt habe, in dir hervorbringt. Der deine Gesundheit nicht unterstützt. Der dir Sorgen beschert, der dir Angst macht, ja? Der dich in Knechtschaft führt statt in Freiheit. Das ist ein schlechter Baum. Und was wird mit einem schlechten Baum gemacht? Da hat Jesus auch eine eindeutige Antwort. Er sagt, ein schlechter Baum wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und genau darum geht's. Und darum, da geht's noch nicht, wie jetzt die Religiösen einreden wollen an dieser Stelle, um das jüngste Gericht und diese Geschichten. Sondern da geht es um das, was du tun sollst in deinem Leben. Ja? Es geht darum, dass du das beurteilst. Da geht es nicht darum an dieser Stelle, dass Gott herkommt und sagt, ich bin der Richter, hört alle her, was ist mit euch los? Sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, dass du beurteilen sollst, was die geistige Qualität einer geistigen Geschichte ist. Wenn Jesus sagt, ein guter Baum kann keine schlechte Frucht bringen, wer bist denn du oder wer sind wir, dass wir meinen, es besser zu wissen und sagen, ja, aber vielleicht schon. Da muss doch auch der religiöse Typ eigentlich Vertrauen lernen. Da muss er doch eigentlich auch dem Herrn gehorchen. Da muss er doch eigentlich auch irgendwann sagen, ja, dann ist das wohl wirklich so. Und es ist tatsächlich so. Was die Früchte des Geistes sind, zählt uns Paulus später im, glaube ich, 1. Korintherbrief auch noch näher auf. Er sagt, die Früchte des Geistes aber sind diese. Liebe, Langmut, Freundlichkeit und halt all diese guten Dinge, die ich dir eh schon auch genannt habe. Ja? All das zählt auch der Apostel Paulus auf. Und all das sind die Früchte des Geistes. Und welches Geistes? Natürlich des Geistes Gottes. Des Geistes des Schöpfers. Und das Reiki bringt genau diese Qualitäten in dir hervor. Da kannst du doch nur sagen, ja, aber dann, wenn der schon Jesus sagt, dass ein guter Baum keine schlechte Frucht hervorbringen kann, und das Reiki all diese positiven Dinge hervorbringt, die schon der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief nennt, dann kann es doch keine negative Sache sein. Und genauso einfach ist es auch. Das Reiki ist unglaublich positiv. Es ist eine unglaublich positive und heilige Energie, die dir in allen Bereichen deines Lebens enorm weiterhelfen kann. Also ich kann dich nur dazu ermutigen, wenn Reiki dich in irgendeiner Form anspricht, dann befass dich damit. Schau, ob du eine Einwirkung gewinnen kannst, versuch es aber vorher mal für dich aus. Probier es einmal für dich aus, ob das System überhaupt funktioniert. Es gibt mittlerweile, glaube ich, in so gut wie allen größeren Städten, wahrscheinlich auch den kleineren, mindestens einen Reiki-Praktizierenden, wahrscheinlich sogar einen Reiki-Meister, der einfach auch Reiki-Sitzungen anbietet. Und da kannst du einfach mit dem in Kontakt treten, du kannst ihn anschreiben, du kannst für dich zunächst im Geist überprüfen, ob das was ist, was dich anspricht oder eher nicht. Dann kannst du hingehen, kannst einfach eine Sitzung mit dem buchen, ja, der schaut dann, dass du das Reiki fließen lässt, ein Stündchen, ja, fließt das Reiki durch dich und du wirst einfach feststellen, wie diese Energie auch für dich tatsächlich wahrnehmbar ist. Wie gesagt, das Reiki ist kein Gegensatz zu der heiligen Überlieferung der Christenheit. Das Reiki ist kein Gegensatz zu dem heiligen eingeweihten Wissen aus allen Kulturen, die an allen Orten zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich ausformuliert worden sind. Sondern das Reiki ist die unmittelbare Entsprechung zu all diesen Wahrheiten, zu all diesen Erkenntnissen. Und im Endeffekt war das ja auch wieder so lustig. Ich habe jetzt unlängst tatsächlich mit meinem Vater geredet. Ja? Da haben wir also erzählt von diesen 5 Prinzipien, die der Meister Usui, ja, also der Reiki-Begründer, also dieses modernen Reiki-Systems, gelehrt hat. Und er sagt ja, wenigstens heute, ärgere dich nicht, sorge dich nicht, arbeite fleißig und tu deine Pflicht, sei freundlich und wohlwollend zu allen Lebewesen. Denn dies ist die beste Philosophie und die beste Medizin und die vollkommene Medizin für alle Gesundheit, sagt er, glaube ich. Ja. Und genau so ist es auch. In diesen positiven Qualitäten des Lebens liegt so viel Gutes verborgen. Und mir kommt gerade, dass das ja eigentlich auch das ist, was der Apostel Paulus wieder mal geschrieben hat. Ja. Seid freundlich, seid langmütig, seid gütig zu jedermann, an allen Orten. Also ich weiß nicht genau, wo er das sagt, wie er das sagt, aber so in dieser Richtung sagt er das, glaube ich, auch am Ende des 1. Korintherbriefes. Muss ich nochmal nachlesen, ne? Definitiv. Und mein Vater sagt damit, ja, aber dasselbe hat doch Aristoteles auch schon gesagt. Und da sage ich, ja,
Aber das ist ja kein Widerspruch. Sondern wenn zwei große, wunderbare Meister auf dem geistigen Weg, der Aristoteles ohne Zweifel auch gewesen ist. Wir kennen ihn immer nur als Philosophen. Aber Aristoteles war vielmehr ein Eingeweihter, der sein Eingeweihtenwissen praktiziert und weitergegeben hat. Der war nicht nur so das, was wir heute als Philosophen verstehen. Ein alter Mann, der so auf seinem Stein sitzt und dann sagt, ach Gott, was ist denn der Sinn des Lebens? Sag mal. Nein. Aristoteles war jemand, der eingeweihten Wissen im alten Ägypten empfangen hatte. Aristoteles war jemand, der über die gesamte Weltwirklichkeit nicht nur nachgedacht hat, sondern durch die Kraft seines Geistes geistige Schau erlangt hat. Und das, was er erkannt hat, hat er seinen Schülern weitergegeben und hat eine Akademie geschaffen. Später dann, oh, das war Platon, das ist wurscht, ja. Aber im Endeffekt, der Aristoteles hat einen Kreis von Schülern um sich gesammelt und hat diese dann auch unterwiesen in diesem alten, eingeweihten Wissen. Und jetzt sollten wir alle hörig werden. Hey, wenn die alten Eingeweihten aus alten, antiken Kulturen das Gleiche sagen wie die Apostel von Jesus, die das Gleiche sagen wie der Meister Usui, ja, dann ist da doch dieselbe geistige Qualität dahinter. Dann ist da doch derselbe Geist am Wirken. Dann ist da doch dieselbe höhere Wirklichkeit, die offensichtlich ihre Wahrheit in unterschiedlichen Gestalten zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Weise formuliert hat. Aber die Kernaussagen sind alle dieselben. Und noch einmal, die Kernaussagen sprechen rein die intellektuelle Ebene in uns an. Aber sie sind ein wichtiges Indiz, wenn du die Wahrheit einer Lehre für dich herausfinden möchtest. Die Lehren, die großen spirituellen Überlieferungen der Menschheit sind immer wahr. Aber das, was sie uns lehren, kann teils unterschiedlich sein. Hier müssen wir uns nur die Frage stellen, ist das denn diese heiligste, schöpferischste, wunderbarste Qualität, die in meinem Alltag, in meinem Leben tatsächlich funktioniert? Oder ist sie das nicht? Wenn sie das nicht ist, hau sie ab und wirf sie von dir. Mach nichts kaputt, aber lass es dann einfach sein. Übergib das einfach sozusagen an dem Feuer der äußeren Weltwirklichkeit. Nicht indem du irgendwas abfackelst, sondern schlicht und ergreifend, indem du es dann einfach zerstrahlen lässt. Dinge, die du als falsch erkannt hast, lässt du einfach sein und übergibst sie an Mutter Erde, die sie dann abbaut sozusagen. Das ist das zerstrahlende Effekt der äußeren Weltwirklichkeit, das kosmische Hintergrundrauschen. Das ist ja nichts anderes als das Licht vom Urknall, das überall in ähnlicher Intensität im Kosmos wahrgenommen werden kann. Dass sie auch diese lustigen kleinen Pünktchen auf den alten Fernseher gezeichnet hat. Das ist, glaube ich, auch kosmische Hintergrundstrahlung, aber die ist auch wunderbar. Vielleicht ist es aber auch nur ein Mythos. Also im Endeffekt, aber die kosmische Hintergrundstrahlung ist auf jeden Fall überall im Universum messbar. Und sie ist das Licht vom Urknall. Sie ist im Endeffekt damit vielleicht nicht viel was anderes als tatsächlich die Lichtdimension des Äthers, das Astrallicht. Aber ich will nicht so sehr jetzt wieder ins Philosophieren geraten, wobei für mich ist es eine Frage des Erlebens, für andere ist es eine reine Theorie. Wunderbare Geschichte, und das macht eben die Mystik auch mit uns. Die Mystik öffnet unseren Geist, die Mystik erlaubt es uns, in größtmöglicher geistiger Freiheit unsere eigenen Erfahrungen auf dem Weg der Geist, der angewandten Geisteskraft und der geistigen Wirklichkeit zu machen, indem sie uns dazu herausfordert, ermutigt und anspricht, unsere eigenen Erfahrungen auf dem Gebiet der Geisteskraft sozusagen zu machen, auf dem Gebiet der geistigen Wirklichkeit zu machen. Ob das Astralreisen sind, ob das geistige Heilungen sind, ob das Wege der Kontemplation sind, ob das die Verbesserung deines Kaffees durch Reiki-Energie ist oder was auch immer. Was auch immer, auch das kannst du damit machen. Ja. Was immer du auf der geistigen Ebene in angewandter Geisteskraft erleben kannst, ist eine Erfahrung, die es wert ist, gemacht zu werden. Solange sie dich mit dem schöpferischen Prinzip verbindet, denn dann kannst du nicht viel falsch machen. Die Wege des Geistes sind alle einfach. Und das ist das Schöne an ihnen. Sie funktionieren so einfach und sind nicht kompliziert. Und was wir jetzt erleben, ist, dass es nur noch religiöse Typen geht, die sich sagen, ja, das kann ja gar nicht so einfach sein. Und das sind auch meistens so bittere Typen. Das sind meistens solch bittere Gestalten. Ich sage dir, die Anwesenheit von Heiligkeit erkennst du in heiterer Gelassenheit. Das heißt nicht, dass alle wunderbaren Heiligen immer die glücklichsten und heitersten und lachendsten Menschen aller Zeiten gewesen sind, aber sie haben als überwiegende Qualität in ihrem Leben die heitere Gelassenheit entwickelt. Und wo jemand in heiterer Gelassenheit am Wirken ist, dort ist auch die Qualität des wahren Geistes zu finden. Im Reiki, ebenso wie in der Mystik. In der Lehre von Jesus, der in Wahrheit viel mehr ein Mystiker als ein Religionsgründer war. Ebenso wie in der Lehre des Buddha, der in Wirklichkeit viel mehr ein Mystiker als ein Religionslehrer war.
Religionsgründe war. Und so geht es dann dahin. Und es gibt diese großen Parallelen in den Leben dieser Menschen. Dieser, ja, auch Jesus war ja wahrer Mensch und wahrer Gott. Auch der Buddha war wirklich ein Mensch, ja. Wahrer Mensch, kann man sagen, wirklich ein Mensch. Haben deshalb große Ähnlichkeiten in ihrem Leben hervorgebracht, weil die Qualität des Geistes, der durch sie gewirkt hat und der ihnen am Wirken war, dieselbe war. Dieselbe Quelle bringt ähnliche Ergebnisse. Eine andere Quelle bringt andere Ergebnisse. Das ist ein großes und wunderbares Indiz für alle geistigen Strömungen, rein auf der intellektuellen Ebene, beurteilen kannst. Ich immer sage, ich versuche, Dinge zu beurteilen, aber nicht zu verurteilen. Das heißt also, was ist eine Beurteilung? Eine Beurteilung ist, wenn du sagst, okay, ich habe mir diesen geistigen Weg angesehen und der entspricht mir, ist eine positive Beurteilung, oder er entspricht mir nicht, dann ist es eine negative Beurteilung. Aber damit verurteilst du den Weg noch nicht. Das ist was anderes, als würdest du dich hinstellen und sagen, ja, ich habe mir diesen geistigen Weg angesehen und weil er mir entspricht, ist er gut und weil er mir nicht entspricht, ist er schlecht. Das ist eine Verurteilung und von der möchte ich dich bitten, dich zu hüten. Denn wir lesen im Neuen Testament auch, darum hüte dich, o Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn alles, was du aussendest, das ist jetzt meine Weiterinterpretation, die Weiterinterpretation der Mystik, kehrt immer auch zu dir zurück. Jesus sagt, was ihr seht, das werdet ihr ernten. Er sagt aber auch, ich richte niemanden und mein Gericht ist gerecht. Es geht auf dem Weg der Mystik darum, dass du erkennst, dass du dich der Verurteilung enthalten musst, weil du dich mit jeder Verurteilung, die du aussprichst oder die du in deinem Herzen mitträgst, selbst belastest. Das heißt, du ziehst dich selbst runter, du entfernst dich selbst von der göttlichen Quelle. Und darum geht das nicht. Du kannst aber sehr wohl sagen, das ist gut, das ist positiv, und du kannst sagen, das ist eben destruktiv und das will ich nicht haben. Aber versuche eben, nach Möglichkeiten, diese existenziellen Beurteilungen von Gut und Böse, von Gut und Schlecht, als dauerhaften Zuspruch, den du einer Sache gibst, wegzulassen. Denn die fällt nur auf dich selbst zurück. Und wenn es eine negative Beurteilung ist, fällt sie negativ auf dich selbst zurück. Natürlich sollst du auch nicht sagen, alles ist gut und alles ist positiv, aber alles hat seinen Sinn für denjenigen, der sich gerade auf diesem Weg befindet. Alles hat seinen Sinn für denjenigen, der diese Schule praktiziert. Alles hat seinen Sinn für denjenigen, der daran glaubt. Alles hat seinen Sinn für denjenigen, der das gerade weiterbringt und für den es ein wertvoller Baustein seiner eigenen Wirklichkeit ist. Aber die Qualität kann trotzdem eine andere sein. Und wir bemühen uns, nach der höchsten Qualität in allen Dingen zu streben. Dies im Reiki, ebenso wie in der Lehre von Jesus, ebenso wie in der Lehre des Buddha, ebenso wie in der Mystik, in all ihren unterschiedlichen Variationen immer gegeben. Der Einweihungsweg, den wir alle gehen dürfen, den wir alle gehen können und den wir letzten Endes alle tatsächlich automatisiert abspulen in unseren Leben, in Kreislauf, sozusagen in der Wiedergeburt, wenn man daran glaubt. Oder sonst in diesem Leben. Der ist immer dasselbe, weil er dich immer mit der höchsten Qualität, der höchsten geistigen Dimension des Schöpfers verbindet und vereint. Und genau darum geht es. Wir alle befinden uns auf einem Aufstiegsprozess, auf dem wir die geistige Energie durch uns fließen lassen können, um dem Schöpfer ähnlicher und ähnlicher und ähnlicher zu werden. Und die positiven geistigen Qualitäten, die das Reiki in dir freisetzt, die der Heilige Geist in dir bewirkt, die sind immer dieselben und die sind immer wunderbar und sie führen dazu, dass du dem Herrn viel ähnlicher wirst, dass du dem Schöpfer viel ähnlicher wirst, als du es ohne diese Kraftwirkungen sozusagen jemals sein könntest. Das ist also eine wunderbare Geschichte, zu der ich auch dich ermutigen möchte. Das Video ist wahrscheinlich jetzt schon wieder ein wenig länger geworden, als ich es eigentlich vorhatte, denn ursprünglich wollte ich wieder mal nur 10 Minuten reden, aber ich nehme an, aber die Uhrzeit sagt schon wieder was anderes. Ja, sehr gut, hey, wunderbar. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Like oder Kommentar da. Was ist deine persönliche Auffassung? Was unterscheidet Reiki vom Weg der Mystik, von angewandter Geisteskraft und was sind aber auch die Gemeinsamkeiten zwischen diesen Wegen? Hast du bereits eine Reiki-Einwirkung empfangen oder hast du Erfahrungen mit Reiki gemacht? Gehst du bereits aktiv deinen geistigen Weg? Es würde mich freuen, davon zu hören. Und wenn du willst, hey, dann besuch uns doch auch auf den Seiten der Hohen Feste deiner Mystischen Academy. Link dazu bin ich dir unten in der Videobeschreibung ein. Also, alles Gute und ciao dabei. Wir sehen uns, wenn du willst, im nächsten Video wieder oder in den Heiligen Hallen der Hohen Feste deiner Mystischen Academy. Alles Gute und ciao dabei.